So, wir finden uns hier an der Burg Kerpen in Illingen. Und das sind die Überreste der Burg Kerpen. Und hier ganz interessant noch erhalten der Rundturm. Mit auch noch einem mietbaren Saal drin. Hier dieser Turm war über 20 Meter hoch. Und wir befinden uns hier genau vor der Burg. Hier war mal ein Wassergraben, weil die Burg Kerpen war mal eine Wasserburg. Sie war ungefähr besiedelt bis weit ins 18. Jahrhundert. Und war im Besitz der Grafen von Kerpen. Was wir hier sehen, sind sogenannte Schießscharten. Die im Rundturm angebracht sind. Sind wir dann im Burgviereck drin. Hier haben wir das Torhaus mit dem Burgweiher bzw. Tor und Wohnhaus mit einem angebauten Hotel, das erst in den letzten Jahren bzw. vor 10 Jahren ungefähr dazu kam, Ende der 90er ungefähr. Insgesamt erhalten sind drei komplette Gebäude dieser Anlage.
So, wir haben hier das Hochzeitswappen von Hans von Kerben und Anna von Kerben. Geborene von Kronberg ist die Anna von Kerben. Das Wappen ist am Torhaus. Hier haben wir eine dieser Schießscharten im Tor und Wohnhaus. Jetzt genau an der Stelle gab verschiedene Umbauten in den ganzen Jahrhunderten. Genau zu erkennen das Wappen derer von Kerben. Und umgeben ist die Burg von der Ill. Conny, und mein ehemaliger Chef von der Ill hat er angefangen. So, nochmal der Rundturm mit dem anderen Turmrest. Und jetzt gehen wir zur Zehntscheune. Die ist leider durch eine Straße abgetrennt. Das ist auch noch ein Gebäudekomplex, der erhalten ist. So, das hier ist die Zehntscheune von der Seite und sieht durch eine Straße abgetrennt. So, was wir hier sehen, Wappen derer von Kerben an der, die Wappen derer von Kerben an der Zehntscheune. Ist hier leider etwas laut durch die Autos. In der Zehntscheune wurde sogenannt der zehnte Teil abgegeben. Das war sogenannt der Ort, wo die Steuern eingetrieben wurden von den Grafen.
So, dann hier nochmal die Zehnscheune als Ganzes. Ist leider hier etwas schwer zu filmen, weil hier Hauptverkehrsstraßen vorbeiführen und leider keinen geeigneten Ort findet, wo man sich jetzt hier da irgendwo hinstellen kann. Aber oft wird immer die Burg gezeigt, nur mit dem üblichen Rundturm und dem Torwohnhaus, aber wie gesagt, auch dieses Gebäude gehört jetzt einstmal zur Burganlage.